Der Vater ist Vertreter und ein ehrenwerter Mann. Die Mutter eine Dame, wie man selten finden kann. Der Sohn hätt drum nach Wissen und Gewissen ein anständiges Jingel werden missen. Doch Gottes Wege sind einmal verworren und diskret, obwohl der Sohn studierte auf der Universität. Hat er, wer hätte damals das gedacht, den Eltern nix wie Schimpf und Schande eingebracht. Sie schleichen durch die Stadt und schauen niemand ins Gesicht. Der missgeratene Sohn ist nämlich, wissen Sie noch nicht? Der arme Mensch ist General. Es ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich, und dafür wird er noch brennen, auf seine Mutter etwas Rücksicht nehmen können. Er geht umher und tut sich groß mit einem Streifen auf der Hose. Die Mutter weint, die Augen blind. Er spielt Soldat, als wäre er noch ein kleines Kind. Macht Leuten Angst und schlagt Krawall, damit man merken soll, er ist ein General. Sie haben noch drei Töchter und die machen ihnen Ehr. Die erste ist verheiratet, ich glaub mit einem Chauffeur. Die zweite ist sogar mit einem Doktor. Der wird sie einmal heiraten, so sagt er. Die dritte ist noch ledig und sie lässt sich etwas Zeit. Man sagt, sie wird es schwer haben, weil sie kennt zu viele Leid. Doch muss man dabei einräumen dem Kind, dass es zumindest bei der Sache gut verdient. Und nur der eine Sohn hat sich so fürchterlich verirrt. Für ihn ist es nur wichtig, dass man schön im Takt marschiert. Links, zwei, drei, vier, Finnef. Links, zwei, drei, vier, Finnef. Naja, er ist ein General. Da ist der Schaden schon total. Er näht sich Borten an den Rock und kleine Sterne. Denn wenn die anderen salutieren, das hat er gerne. Er schläft bei Nacht in einem Zelt. Und wenn er träumt, ist er ein Held. Dann wacht er auf und kriegt dann Zorn. Statt einem Wecker kommt der Goy mit einem Horn. Na, sagen Sie selbst, ist das normal? Aus dem wird nie etwas, der bleibt der General.